Vegane Currywurst im Glas von Koro. Ja, wir hatten jetzt schon einige vegane Currywürste im Glas getestet. Koro hat jetzt auch eine. Und da ich gespannt bin, wie die schmeckt, testen wir die heute. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Wir testen eine vegane Currywurst im Glas von Koro. Direkt zu Anfang kann ich euch direkt sagen, warum hier gerade Werbung steht. Ich habe mit Koro schon seit längerem eine Partnerschaft. Das läuft aber hauptsächlich auf TikTok und Instagram in der Kurzvideoversion. Das kann ich hier auf YouTube nicht so zeigen, weil YouTube mich auf 60 Sekunden einschränkt. Das reicht aber nicht, um dann einen vernünftigen Test zu machen. Aber die Currywurst, die wollte ich auch auf YouTube testen, denn wir hatten ja auch andere vegane Currywürste schon getestet. Und wie gesagt, weil ich mit Koro eine Partnerschaft habe, steht da oben Werbung. Aber ich darf bei Koro sagen, was ich will. Wer die Videos auf TikTok und Insta schon gesehen hat, weiß, ich sage auch, wenn es mir nicht schmeckt in diesen Videos. Und das findet Koro auch völlig legitim. Ist mir immer wichtig, wenn ich mit einem Partner zusammenarbeite oder eine Firma sagt, hey, kannst du für uns was testen, dass ich trotzdem frei beurteilen darf. Koro Currywurst im Glas. Wir hatten sie ja schon von DM und von Rossmann. Die von Rossmann finde ich ganz gut. Die von DM war nicht so gut gelungen. Darum bin ich gespannt, was die Koro-Variante kann. Die Koro-Variante könntet ihr mit Glück auch in den Drogeriemärkten finden. Ich habe sie natürlich aus dem Online-Shop. Für den Online-Shop habe ich auch einen Rabattcode, wenn das für den einen oder anderen interessant ist. Der steht auch in der Videobox. Der heißt einfach Foodshow. Also Code Foodshow eingeben, gibt immer 5% auf jede Bestellung im Koro-Online-Shop. Könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr wollt. Schadet nicht. Ich habe keinen Mehrwert dadurch. Der ist einfach nur für euch. Dafür habe ich eine andere Vereinbarung. Was ist das? Vegane Currywurst. Ihr bekommt 350 Gramm im Glas für 3,75 €. Das ist ungefähr auf dem Level. Es geht schon in die Richtung wie zum Beispiel Curry King und Co., muss man sagen. Curry King und Co. sind ja so bei 220 Gramm sind da meistens drin, 250, bist aber auch schon bei 2,99 ganz schnell mal. 2,79 kommt immer auf die Angebote an, aber hier hast du halt wieder 350 Gramm. Sie ist aber, glaube ich, teurer als die von Rossmann und DM. Die von Rossmann und DM kosten, glaube ich, nur 2,99, haben aber auch 350 Gramm. Also sie ist auf jeden Fall ein Ticken teurer. Vielleicht ist sie aber geschmacklich besser. Wie gesagt, die von Rossmann ist okay, die von DM gefällt mir ja nicht so. Vielleicht schmeckt die ja viel, viel besser. Sonst, sie ist biozertifiziert, es ist eine vegane Currywurst mit Curry-Tomatensauce. Und wir gucken mal, was ist da genau drin. Wir bekommen also eine 60-prozentige Curry-Tomatensauce aus Tomatenmark, die einfach konzentriert ist, Sonnenblumenöl, Rohrzucker, Apfelessig, Wasser. Dann ist Curry enthalten, die Gewürzmischung natürlich, so wie man es dann kennt, ein bisschen Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel ist hier Tagkernmehl drin. Ein bisschen Hefe, dann kommt die vegane Bratwurst, die ist auf Basis von Tofu, das machen die anderen beiden auch so. Sojabohnen, Wasser, Weizen, Eiweiß, Sonnenblumenöl, Meersalz, Gewürze, Rohrzucker. Als Verdickungsmittel haben sie so Johannisbrot, Kernmehl genommen. Ja, und das war's. Alles auf biologischer Anbaubasis. Und wir haben dann 203 Kalorien und 12 Gramm Eiweiß, aber auch 11 Gramm Zucker. Also der Zuckeranteil ist wieder hoch mit 11 Gramm. Dann bewegen wir uns ja auch wieder um die 30, 33. Das finde ich nicht so geil. Wie gesagt, ich bin bei Currywurst. Ich mag es nicht, wenn also so eine fertige Currywurst so viel Zucker hat. Das wisst ihr. Und 33, was soll man, bei 33 bis zu mehr, fast 35 Gramm Zucker hat dann die ganze Portion. Das ist wieder too much. Also geht eher so, ich mag es einfach mehr, wenn dieses Thema Currywurst im Fertig-Currywurst und Co., wie sagt man, Curry King und Co. ja nicht anders. Aber es gibt auch welche, die machen es halt mit 7 Gramm oder 8 Gramm. Das macht sich aber bemerkbar, ob ich 7 oder 8 Gramm da drin habe oder 11. Es ist halt ein Riesenunterschied, einfach mal. Und fände ich besser, persönliche Meinung schon mal im Voraus, fände ich besser, weniger Zucker. Naja, wir gucken uns die jetzt an. Ich packe die jetzt aus. Wir können die, denke ich mal, im Topf zubereiten, wie die anderen eigentlich auch. Oder Mikrowelle. Es steht aber, glaube ich, nicht drauf, ne? Oder? Ah, doch, Zubereitung in einem Topf bei schwacher Hitze, ungefähr 5 Minuten. Gelegentlich rühren oder eine Mikrowelle, Deckel abnehmen und 2 Minuten erwärmen. Und umrühren und dann nochmal eine Minute erwärmen. Wir machen den Topf. Dann könnt ihr es auch besser sehen. Und hier ist sie jetzt einmal im Topf schon mal, ja, am leichten Aufwärmen. Ich habe jetzt einmal komplett reingetan. Das ist das ganze Glas. Das ist also eine ordentliche Portion, wie man sieht. Also nicht zu wenig. Richtig viele Wurststücke, ein bisschen Soße. Also, da denke ich mal, kann man von satt werden, von 350 Gramm. Also, finde ich, jetzt für so einen Snack, wenn ihr noch was dazu esst, natürlich optimalerweise. Aber mal schauen. Ich lasse jetzt ein bisschen köcheln. Und dann kommt die gleich in in die Schüssel, so wie ihr das sonst kennt bei mir. Und dann probieren wir sie auf jeden Fall durch. Und ich bin gespannt, wie besonders die Konsistenz ist. Weil an der Soße scheitert es meist nicht. Es ist meist die Wurst, woran scheitert. Aber vielleicht schmeckt sie ja so gut, wie mir die von Rossmann auch schmeckt. Und so schaut die Currywurst jetzt aus. Ja, das ist jetzt einmal die ganze Portion in so einer schönen Schüssel. Also da geht ordentlich was rein. Die Schüssel kennt ihr ja, wenn ihr mehrere Videos schon gesehen habt.
Ich habe auch gerade schon mal eine Wurst angeschnitten. Das ist dann diese hier. Ich muss nur einmal schauen, dass wir die hier richtig drauf bekommen. Moment, ich mache einmal so. Hups. Müsste man aber sehen können. Ja, ist so diese klassische Tofu-Wurst. Nicht zu grob, lässt sich auch gut schneiden. Also hat jetzt keine zähe Konsistenz beim Schneiden. Man merkt das ja immer so, wenn da so ein Widerstand ist. Aber ja, sonst sieht es nicht schlecht aus, riecht auch gut und wird jetzt probiert. Also probieren wir jetzt mal. Ich bin gespannt, ob sie geschmacklich überzeugen kann. Wie gesagt, riecht nicht schlecht. Es hat da zwar so einen leichten Brühegeruch, aber trotzdem riecht es nach Curry und Co. Aber wie gesagt, die Wurst muss schmecken, weil die Soße ist meistens nicht das große Problem, aber die Wurst. Also. Ja, die Soße ist mir auf jeden Fall zu süß. Und die Wurst selber ist eher so ein Mittelding. Die hat noch ein bisschen Biss. Ich finde auch so ganz leichten Bratwurstgeschmack, also ganz leicht von den Kräutern. Nicht jetzt nicht, weil es gebraten oder sonstiges ist, sondern diesen kräuterischen Geschmack. Aber du merkst, dass es eine Tofu-Wurst ist. Du merkst diesen leichten Tofu-Biss. Aber bei Tofu-Wurst, also wenn du nicht viel reinmachst, wirst du die Konsistenz natürlich nicht hinbekommen. Je mehr du reinmachst, desto besser. Also insgesamt nicht schlecht. Weil du nicht dieses Quietschige hast, du hast halt wirklich so einen leichten Tofu-Biss. Also, finde ich okay. Ist auch gut gewürzt. Also, schmeckt auch schön nach Curry. Also, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Hat so einen schönen Curry-Geschmack. Müsste ich jetzt auch kein Pulver drüber geben. Aber die Soße ist halt wirklich zu süß. Die Soße ein bisschen weniger süß und schon wäre sie besser. Also, schon würde ich ihr sie auch besser bewerten. Aber so ist sie. Kein schlechtes Produkt. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich die von Rossmann besser finde persönlich. Ich finde sie, glaube ich, beide relativ gleich auf. Also ich finde sie sehr gut. Für eine vegane Alternative finde ich sie wirklich gut. Gerade weil die Zutatenliste dementsprechend passt. Weil meist haben wir ja wirklich genau das Problem, sobald du diese vegane Zutatenliste hast, hast du halt wirklich teilweise eine schlechte Rezeptur oder viele Sachen drin, die du da nicht drin haben willst. Die ist gut auf ihre Art und Weise. Aber wie gesagt, da sie diesen Zuckeranteil hat, gebe ich ihr maximal noch gut gemeint 4 von 5, eher eine Tendenz auf eine 3,5. Wie gesagt, diese Süße, mich persönlich stört das. Das ist aber Geschmackssache, aber eine 4 kann ich ihr noch vertreten. Aber wie gesagt, den Zuckeranteil reduzieren, machen einfach nur 7% Zucker da reinmachen auf 100 Gramm. Das wären schon 4 Gramm weniger auf das ganze Produkt gesehen, weit über 10 Gramm weniger Zucker. Das würde sich geschmacklich irgendwie besser gefallen. Das kann man ja mit einer schönen Soße wunderbar ausgleichen, weil eine gute Tomatensauce braucht nicht so viel Zucker. Natürlich, eine Currysoße braucht ein bisschen Zucker, aber es müssen nicht über 30 sein. Das muss nicht sein. Darum sage ich jetzt schon, danke fürs Foodschauen. Denn mehr kann ich euch zu diesem Produkt nicht erzählen. Ihr habt alle Infos bekommen. Wie gesagt, wenn ihr sie gerne mal ausprobieren wollt, schaut gerne im Koro Online-Shop vorbei. Den Code Foodschau könnt ihr, wie gesagt, gerne benutzen. Und ich teste jetzt noch ein anderes Produkt für Koro für euch, was ich auch auf YouTube zeige. Und dann die weiteren Tests, wie was hier liegen, noch ein paar, zwei, drei andere Sachen, die ich gleich testen möchte, wie ja zum Beispiel auch ein Senf. Also ich teste ja wirklich mal für so quer das Sortiment. Die sind dann aber nur auf Insta oder auf TikTok. Also müsst ihr, wenn da nochmal kurz reinschauen, da kommen die meistens so montags immer die Testvideos. Aber es sind immer mal so ein paar kleine Überraschungen dabei, aber manchmal auch so ein paar, wo ich denke, geht auch besser. Aber so ist das. Wie im Supermarkt, nicht jedes Produkt ist geil. Darum gibt es ja auch Foodschau. Darum danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.